Hallo meine lieben YouTube-Freunde, wir wissen, dass dieses Jahr 2021 unter der Herrschaft des Planeten Saturn steht. Doch das letzte Jahr lief ursprünglich noch bis zum 20. März dieses Jahres. Nun hat Saturn das Sagen und viele haben auch Angst davor. Doch Ängste sind nicht begründet, weil Saturn im fortschrittlichen Wassermann steht und der bringt positive Veränderungen in jeder Hinsicht. Und in dieser Verbindung wird es für jeden viel Neues und Interessantes geben. Wer also fleißig, ehrlich und rechtschaffend ist, wird von Saturn unterstützt und kann viel erreichen und er wird belohnt für sein Durchhaltevermögen. Somit wird dieses Jahr eigentlich ein gutes Jahr. Aber wir werden mit der Corona-Pandemie noch lange zu tun haben. Wir müssen lernen, dass wir beachten sollen, damit wir aus dieser Pandemie schnell herauskommen. Dabei unterstützt Saturn mit dem Wassermann und auch Jupiter mit der Sonne. Venus und Uranus sind auch noch da, sodass das Leben leichter wird. Das sind doch ganz gute Aussichten, oder etwa nicht? Doch nun zur Prophezeiung Nostradamus. Sechste Zenturie, Vers 97. Beim 45. Breitengrad brennt der Himmel. Das Feuer nähert sich der großen neuen Stadt. Im selben Moment schießt eine große, mächtige Flamme empor, wenn man versucht, die Normannen auf die Probe zu stellen. Diese Prophezeiung deutet auf die Stadt New York hin, wo es in der Zukunft zu schrecklichen Katastrophen kommen wird. Doch erst einmal wollen wir die Corona-Pandemie bekämpfen und hoffen, dass alles nicht so schlimm wird, wie Nostradamus es niedergeschrieben hat. Wir sollten lernen, aufeinander zuzugehen und versuchen, glücklich zu leben. In diesem Sinne, habt einen guten Monat April und schöne Ostertage. Mit lichtvollem Engelssegen, eure Deria.